Gut. So, worum geht's? Es geht um die Atari 8-Bit-Computer-Reihe. Ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar diese beiden Modellreihen. Das sind die häufigsten. Atari XL mit diesem schönen Braun und Beige. Und dann nachher der Atari XE in dem grauen Design, sowie der Atari ST auch. Die kamen ungefähr zur selben Zeit aus. Das sind die Geräte, die man am häufigsten, wenn man bei eBay guckt oder auf dem Flohmarkt findet, XL und XE. Es gab noch den Atari 800, wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ein bisschen größer, aber es ist technisch genau dasselbe drin. Es ist bei allen Baureihen derselbe Prozessor, dasselbe RAM, dieselben Schnittstellen und so weiter. Auf die Unterschiede komme ich nachher noch. So. Computer. Wo ist der Bildschirm? Jetzt hier. Was haben wir hier für Anschlüsse hinten dran? Oder Schalter und so weiter. Netzschalter. Strombuchse. DIN. Videobuchse. Auch DIN. Kann man aber nicht verwechseln, weil, kann man sehen, die Strombuchse hat 7 Pins, die Videobuchse nur 5. Das heißt, ich kann das Videokabel in die Strombuchse stecken, dann passiert nichts. Aber das Stromkabel nicht in die Videobuchse. Kann man also relativ wenig falsch machen. Dann gibt es einen Antennenanschluss. Kann man den Fernseher auch mit anschließen, gibt ein schön vermatschtes Bild. Bei dieser Baureihe gibt es den herausgeführten Prozessorbus. Es gibt meines Wissens zwei Geräte, die man da anschließen kann. Also eigentlich nicht weiter wild. Und der SIO-Anschluss. Serial Input Output, da kommen die ganzen Peripheriegeräte ran. Drucker, Floppy, Kassettenrekorder und was es noch so gibt. Joystick-Buchsen. 1 und 2. Joystick 1 kommt in 1, nicht wie beim Commodore und 2. Es ist mir bis heute ein Rätsel, warum das so ist. Die meisten Spiele beim Commodore mussten den Joystick ins zweite Loch stecken für Spieler 1. Aber hier 1, 1. Kann ich dir sagen, warum? Weil es hier ah, ja, ja, stimmt. Dann kann man das nicht gut programmiert trennen. Und das liegt in deinem Port 2, weil da ist nämlich nicht der Fall. Wenn du zum Beispiel Space drückst, muss man die Feuertaste an Port 1 auflösen. Ja, deswegen sind die Ataris auch die besseren Computer. Joysticks geht über einen eigenen Chip, das geht über die, muss ich überlegen, über die PIA, Peripheral Input Output, und die Tastatur geht über den Poki, Potentiometer und Keyboard Chip. Der auch bei den Drehreglern das Drehen macht. Hier ist noch eine Klappe, da kommen Module rein und das war es dann noch schon an Anschlüssen. Das sind die sogenannten Konsolentasten, Reset, Start, Stop, Start, Select, Option und Help. Die finden sich hier da oben. Dasselbe An- und Ausschalter, Strom, Video, Antenne. Das sieht ein bisschen anders aus als bei denen. Da ist der Modulschacht hier und dieser Bus ist nicht mehr ganz rausgeführt, sondern nur die Signale, die nicht ohnehin schon hier sind. ECS heißt das Ding. SIO. 1, 2, wir erinnern uns, Joystick 1, Loch 1. Das da ist abgebrochen. Nicht wie beim Commodore. Nicht wie beim Commodore. Und der alte hatte 4 Anschlüsse. Mehr Spaß. So, wir haben also. Wie viele Baureihen? 3. Falsch, 4. Es gibt noch das XEGS. Ist im Prinzip auch dasselbe, sieht aus wie eine Telespielkonsole. Aber im Prinzip 3 Baureihen. Plus 1. So, Centronix, Druckerschnittstelle, haben die Dinger nicht. Konnte man sich dazu kaufen. War von Atari so gewollt, damit wollten sie die Leute zwingen, ihre eigene Hardware zu kaufen, die teilweise von zweifelhafter Qualität war. Beim Videoanschluss ist auch noch interessant. Von Haus aus haben die Geräte alle F-Bus. Das ist der gelbe Stecker, der am Fernseher kommt. Manche Geräte, der alte, der, von diesem gab es noch einen größeren, das ist der 600 XL, der 800 XL, die haben auch noch Chroma und Luma. Das ist im Prinzip dasselbe wie F-Bus, aber die Signale getrennt und nicht zusammengefasst. Bei dem 600er ist das aus Kostengründen nicht eingebaut worden. Wenn man aber ein bisschen Ahnung hat, kann man den aufmachen und überall da, wo Lücken sind auf der Platine, kann man das nachbauen. So.
So, wie schließt man das Ding jetzt an? Ganz einfach. Wir brauchen Strom. 7 Pins, wie gesagt. Und wir brauchen Video. Ich nehme jetzt nicht die Fernsehbuchse, weil das ist kein Fernseher. Das ist ein Monitor. 5 Pins. Und dann schalten wir ihn ein. Ist er jetzt kaputt? Das Brummen ist normal, das ist nicht kaputt. Warum haben Sie das jetzt mit dem Set gemacht? Dann wäre es witziger. Mit was? Mit? Mit Set. Ich habe einfach irgendeine genommen. Das Brummen ist die serielle Schnittstelle. Wenn man den nämlich einstellt, fragt er über die serielle Schnittstelle, hallo, ist da irgendjemand, der hier mitspielen will? Und die Geräte, die an die serielle Schnittstelle kommen, sind mehrheitlich intelligent. Also eine Floppy-Station reagiert dann auf dieses Hallo und sagt, ich Floppy, hier eins, was soll ich machen? Und dann merkt er, aha, Floppy ist da, gut, dann möchte ich bitte buchen, schick mir die da. Und dieses Brrr ist, er fragt halt so und so viele Runden, ist da einer, ist da einer, ist da einer. So, und man sieht, wenn man die Kiste startet, man landet sofort im eingebauten Basic. Kann was tippen. Was habe ich da jetzt noch? Wenn man ohne Basic starten möchte, das muss man manchmal für Spiele zum Beispiel, schaltet man den aus und hält die Optionstaste fest und schaltet ihn wieder ein. Weil er jetzt nichts gefunden hat, keine Floppy, von der er buchen kann, und auch kein Basic, weil ich ihm das ja ausgeknipst habe, geht er in den eingebauten Selbsttest. Das ist ganz praktisch. Kann man nämlich feststellen, ob er heil oder kaputt ist. Prüft er erst das ROM und das Basic und dann Klötzchen für Klötzchen, ein K nach dem anderen, ob der Speicher heil ist. Das sieht ziemlich professionell aus, ist allerdings eine halbgare Lösung, weil wenn der Speicher wirklich defekt wäre, dann kann er auch keinen Speichertest mehr ausführen. Also je nachdem, wo der Fehler ist, kann das sein, dass das hier funktioniert und dann kommt mal ein rotes Klötzchen. Und Experten können auch sagen, an dem Muster der roten Klötzchen in der Reihe, welcher Chip betroffen ist. Oder wenn halt im Speicher richtig was im Eimer ist, dann kommt er gar nicht dahin, sondern dann gibt es nur einen rot-braunen Bildschirm. Wenn das also passiert, ich schalte ein altes Gerät ein, schwarzer Bildschirm ist schon mal ganz beschissen, weil dann ist der Speicher wahrscheinlich ganz kaputt oder ein Chip. Roter Bildschirm heißt, er hat einen Teil von seinem Betriebssystem schon drin, aber er kann nicht mehr weiter, weil der Speicher halt nicht geht. So, man sieht also, er prüft da mühevoll. Dann kann man zum Beispiel noch den Audio-Video-Test machen. Man sieht jetzt hier Kanal 2. Er hat 4 Soundkanäle und 256 Farben, von denen man mit Bordmitteln gleichzeitig bis zu 16 machen kann und eben mit Tricks bis zu 256. So, dann gibt es hier noch den letzten Test. Da kann man Tastatur testen. Die Break-Taste, die hier drauf ist, die kann man nicht testen. Das liegt, glaube ich, an der Art und Weise, wie wir dieses Programm gemacht haben. Alle anderen Tasten gehen aber. Hier oben gibt es auch noch 1, 2, 3, 4. Es gab in dieser Baureihe ursprünglich ein Gerät, das hieß 1200 XL. Das war der Nachfolger von den braunen Geräten und der hatte auch noch 4 Funktionstasten. Das ist hier im OS noch drin, aber die Tasten nicht mehr. Wenn man mag, kann man sich die nachrüsten. Da muss man an die Tastatur ein paar Karten anlöten, dann kann man hier oben 4 Tasten machen, dann hat man noch einen extra Cursor-Block. Ich mache das eigentlich nicht so gerne, mittlerweile nicht mehr, weil ich Geräte nicht mehr anbohren mag oder aufbohren. Und da irgendwie so am losen Kabel was dran gelabbert, das ist mir eigentlich auch nichts. Und außerdem, er hat ja auch Cursor-Tasten auf der Tastatur. So, bis dahin Fragen. Die wichtigste Frage, wie kann man jetzt damit spielen? Ganz einfach, man programmiert irgendwas. Okay.
War nur Spaß, dauert länger. Oder man nimmt sich ein altes Heft und tippt Listings ab. Früher gab es Computerhefte, jeden Monat. Und da waren die Listings drin, seitenweise. Dann hast du dich an deinen Computer gesetzt und mühevoll das alles abgetippt und am Ende kam dein Spiel raus. Wenn du keine Fehler getippt hast. Sonst ging es nämlich los und es lief nicht. Und dann konnte man das alles nochmal durchlesen und ja, war völlig aufwendig. Ja, ich hab schon mal sowas geschickt gehabt. Ich weiß, das sind Basics. Ja. Das ist was anderes. So, die einfachste Methode, ein Spiel zu starten, ist, wenn man ein Modul hat. Die sehen so aus oder muss das andere? Oder zum Beispiel so, da steht Left Cartridge drauf, da steht nichts drauf. Man hat ja auch nur ein Loch. Gibt kein Left und Right. Was macht man, um das zu starten? Wichtig, Rechner aus, sonst kannst du einen Kurzschluss geben. Reinstecken mit der Schrift nach vorne. Einschalten. Loslegen. Also, ausmachen. Modul raus, Modul rein. Einschalten. Vorführeffekt, ne, läuft. Mach noch eins. Ja. Noch eins. Die beiden sind von Atari, dies hier ist Fremdhersteller. Reinstecken, einschalten. Immer ausschalten ist wichtig, sonst kann es zu Problemen kommen. Hier funktioniert das genauso, nur halt Modul hinten rein mit der Schrift nach vorne. So. Man muss nichts extra tippen, Modul rein und Start oder irgendwas, sondern einfach rein, anschalten, rein, anschalten, auspacken, freuen, los geht's. So. Ich glaube, ihr habt jetzt nicht dabei. Warum steht da Left Cartridge? Weil es in den ersten zwei Karten steht. Ganz genau. In dem ersten Atari gab es zwei Karten. Und Link ist der erste Auslöser. Der hat so eine wunderschöne Motorhaube hier. Und da ist auch noch ein Modul drin, nämlich ein Basic. Der hat kein eingebautes Basic. Wenn ich den ohne Basic starten will, Klappe auf, Basic raus, beiseite legen, Klappe zu. Und dann kommt kein Selbsttest, der hatte noch keinen Selbsttest, sondern das sogenannte Atari Memo Pad. Das ist im Prinzip so ein blauer Bildschirm wie hier, wie ein Notizzettel. Man kann tippen, aber man kann nicht speichern, man kann nichts programmieren. Also merken, der hier hat kein eingebautes Basic. Wenn man eins will, muss man es reinstecken. Und weil er zwei Löcher hat, Left Cartridge, also linke Seite. Gab es denn dann auch Programme, die das Spiel die zwei Cartridges haben? Nein, aber es gab Right Cartridges, ungefähr 5 oder 6 Stück mit so Hilfsprogrammen wie Maschinensprachenmonitor oder Extra Utility. Die sind aber extrem selten. Und nur nützlich bei diesem einen Rechner, der zweite Rechner aus der Serie, der 400er, der hatte auch nur einen Modulschlag. Das war die Spielmaschine. Und das heißt also, Right Cartridges sind eigentlich nur sinnvoll für den 800er und den 800er hat mittlerweile kaum noch jemand. Das hat sich also nicht wirklich gelohnt. Also, wichtig, das Ding, kein eingebautes Basic, alle späteren haben eingebautes Basic. Was passt? Hast du einen Floppy dabei? Ja, langsam. Dann haben wir ja noch eine halbe Stunde. Ja, ich habe noch mehr dabei. Nee, weil du hast eben so was Schönes angesprochen, dass man, um irgendein Programm oder Spiel zu starten, nichts in die Tastatur eintippen muss. Ja, im Falle eines Moduls. Ja, aber es geht ja mit der Floppy auch. Ja. Im Gegensatz zum C64. Das ist richtig. Bring mich nie aus dem Konzept hier. Also, der alte, kein eingebautes Basic, die neuen haben eingebautes Basic. Was würde passieren, wenn ich die Basic-Cartridge da reinstecke? Dann habe ich ein doppelt schnelles Basic. Oder zwei. Du musst alles nicht doppelt. Nee. Sobald da ein Modul drin ist, blendet er ein Stück Speicher aus und das eingebaute Basic ist an der Stelle, wo das Modul eingeblendet wird. Das heißt, das alte Basic würde das neue überschreiben. Diese Module, es
gibt drei Basic-Versionen, A, B und C. A ist das älteste, das hatte einen fiesen Fehler. Als sie den dann rausgebracht haben, haben sie den fiesen Fehler rausgemacht, aber einen noch fieseren Fehler eingebaut. Und bei der Basic-Version C, was in diesem drin ist, sind beide Fehler dann nachher endgültig draußen. Der fiese Fehler bei diesem hier ist, immer wenn man in Basic was schreibt und speichert, hängt er beim Speichern 16 Bytes hinten dran. Und man kann das nicht löschen. Das heißt, mit jedem Speichern wird das Programm länger, bis es irgendwann nicht mehr in den Speicher passt. Und wenn man es dann lädt und es geht nicht und dann nochmal speichert, dann ist es im Arsch. Sehr, doch. Also in der Produktion, Mann. Nee, in der Produktion nicht, weil ja, du machst halt so, schreib mal ein Programm, speicher das dreimal, geht. Und du musst es halt 30 Mal speichern oder 40 Mal. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Der Trick ist, wenn man speichert, schreibt man Load und Save und dann speichert er das Basic-Programm in sogenannten Tokens, also seiner internen Schreibweise des Basic-Programms. Man kann es aber auch als List ausgeben, das ist dann tatsächlich so, wie es getippt ist, und auch als List wieder einlesen. In dem Fall werden die 16 Bytes nicht mitgespeichert. Es gab dann so einen Zettel bei Atari dabei, wo stand, ja, zur Optimierung des Codes sollte man hin und wieder, wenn man länger programmiert, mal List und wieder Enter machen. Na, von wegen, wir haben keine Fehler gemacht, wir haben eine Code-Optimierung eingebaut. Gut. Unterschiede, das hatten wir gesagt. Ja, kein Basic eingebaut, der alte hat keinen Selbsttest, die neuen haben Selbsttest. Aber im Prinzip sind sie alle gleich. Ja, alte läuft mit Wechselspannung. Richtig, das ist auch noch ein Unterschied. Beim alten Gerät, der läuft mit 9 Volt Wechselspannung und die neuen laufen mit 5 Volt Gleichspannung. Der alte hat innen drin ein Konverternetzteil. So, genau, jetzt haben wir also gesagt, wir können Module benutzen oder wir können Programme selber eintippen oder Königsklasse, wir können eine Diskettenstation benutzen. Schutzhülle beim Transport, damit der Kopf nicht aufschlägt, Klappe zu, Klappe auf, hier unten an, aus. Das Kabel einfach ignorieren, das ist ein etwas aufgebohrtes Modell. Da ist nämlich eine Druckerschnittstelle. Zu der Floppy brauchen wir natürlich noch ein Anschlusskabel, ein sogenanntes SIO-Kabel. Da hat Atari ganze Arbeit geleistet. Dieser Stecker ist nämlich 100% proprietär. Das heißt, den gab es nur bei Atari. Nur bei Atari. Das heißt, es gibt ihn jetzt nicht mehr. Diese blöden Kabel werden mittlerweile im Durchschnitt für 12 bis 14 Euro gehandelt. Was eine Frechheit ist für zwei Stück Plastik und ein bisschen Kabel. Der ist also tatsächlich zu nichts kompatibel, was auf dem Markt ist. Ein paar findige Leute haben 3D-Druckroutinen entwickelt und es gibt auch einen in Polen, der hat für mehrere 10.000 Euro Plastikmoldings machen lassen, also Metallgießform, und legt diese Stecker neu auf. Aber auch da kosten sie, glaube ich, 5 oder 6 Euro. So, wie schließt man das jetzt an? Ganz einfach, da sind hinten zwei Löcher und in das eine Loch kommt es rein. Dieses Kabel, wenn man mehrere Diskettenstationen hat, macht man das so in der Kette. Deswegen sind da zwei Löcher. Und das eine Ende der Kette ist immer der Computer und das andere Ende der Kette bleibt offen. Das ist nämlich elektrisch so ausgelegt, dass das geht und keine, wie bei SCSI zum Beispiel, keine Reflexionen verursacht. Der Typ, der dieses Protokoll entwickelt hat, ist derselbe, der auch das USB-Protokoll entwickelt hat. Und wenn man sich den Programmcode und die Technik mal anguckt, dann findet man erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die Burst-Daten übertragen, also nicht ein Stück Daten nach dem anderen, sondern na, komm, schieb mal gleich 5K rüber, Burst. Gab's hier, gibt's bei USB. Eine wichtige Sache,
wenn man das zusammenstöpselt, alle Geräte ausschalten. Da kann sich Spannung aufbauen und wenn man das dann einstöpselt, frittiert man den Schnittstellenchip. Und das ist ärgerlich, den gibt es nämlich auch nicht. Also raus, da ist noch kein Netzteil dran, aus, hinten verstöpseln. Dann braucht man ein Netzteil. Auch hier 9 Volt Wechselspannung mit so einem Hohlstecker. Und was mir gestern aufgefallen ist, was mir dann auch wieder einfiel, man sollte diese Kabel, also die Stromkabel und die Datenkabel nicht irgendwie übereinander legen. Also das da so drauf ist keine gute Idee, weil das kann zu Störungen führen. Ist mir gestern passiert. Und da fiel es mir wieder an. Anschließend anschalten, leuchtet, anschalten. Da steht gut Error. Also denkt euch das mal weg, weil das ist eine aufgebohrte Floppy mit dem Speeder, komme ich da dazu. Wenn man da nichts drin hat und legt was ein, Moment, ich kann aber eine Diskette tun, dann kommt das nämlich auf. Dann steht da Boot Error. Also was in dem Moment abläuft, hatte ich ja schon gesagt, man schaltet den Rechner ein. Ja, nee, er lädt. Man hört, dass er lädt. Jetzt ist da schon DOS drauf, ne? Ja, okay. Also, legt man eine Diskette ein, auf der nichts zu lesen ist, kommt hier Boot Error. Heißt also, macht den Atari an, der fährt das Betriebssystem hoch, innerhalb von wenigen Sekunden, nicht so wie bei Windows, mehrere Minuten, sondern da und geht. Und dann fragt er über den SIO-Bus, hallo, ist da jemand? Und weil die Floppy intelligent ist und auf dieses Hallo-Kommando reagiert, sagt sie, ja, hier, ich bin eine Floppy. In dem Fall sagt er, okay, Floppy ist angeschlossen, ich bin auch an, booten. Hallo Floppy, bitte mal die ersten 3 Sektoren, die Boot-Sektoren schicken. Wenn da natürlich nichts drauf ist, weil die Floppy formatiert ist, schickt er die leeren Sektoren, dann sagt er, Boot Error, nochmal. So, in dem Fall war da jetzt ein DOS drauf, ein Disk Operating System. Das kann ich jetzt mal laden. So, das ist das DOS. Damit kann man Disketten formatieren und Dateien kopieren und so weiter. Das muss man erst in den Rechner laden. Macht man das nicht, kann man die Floppy zwar anschließen, aber dann kann er damit nicht sprechen. Also ich muss ihm im Prinzip erst die Sprache laden, damit er mit der Floppy reden kann. Nur dieses Hallo und schick mir mal die ersten 3 Sektoren ist fest eingebaut. Das hat den Vorteil, dass man jedes beliebige DOS nehmen kann. Das ist jetzt das DOS 2 von Atari, es gab auch noch ein DOS 2.5, es gab ein DOS XL, es gab ein Turbo DOS, ein Super DOS, ein Hyper DOS, ein DOS XF und alle möglichen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Die Atari-Dosse hatten so eine Benutzeroberfläche mit Menü, andere haben nur eine Kommandozeile, sind dafür aber wesentlich kleiner und können komplett im Speicher gehalten werden. Dieses hier, ihr habt es gerade gesehen, er startete mit Ready und dann habe ich DOS getippt, dann lädt er dieses Menü, braucht dafür aber auch Speicher. Das heißt, wenn ihr Basic programmiert, müsst ihr euer Programm erst speichern, bevor ihr ins DOS geht. So, Floppies, genau. Das ist die Diskettenstation, die am häufigsten am Markt ist. Passt vom Design wie Faust aufs Auge zur XL-Reihe und heißt 1050. Es gab zu dem braunen Gerät auch noch eine Diskettenstation, die war ungefähr so hoch, bockschwer und konnte nur eine Schreibdichte, nämlich Single Density, also 90K. Dieses Ding hier kann 90K und Atari hat es damals als Double Density verkauft, was aber nicht stimmt. Eigentlich nur Medium Density, wie die Leute denn schnell rausgefunden haben. Also
nicht Single mal 2 gleich Double, sondern Single mal ungefähr 1,5. Nennt sich Enhanced Density. Und zu der Baureihe gab es auch eine Floppy, die hieß XF. Und die konnte dann Single, Medium und Double Density. Das heißt also, wenn ich hier was auf Medium Density formatiere, kann ich das nicht in der Floppy lesen, die zu dem alten gehört. Aber von unten nach oben ist es kompatibel. Das Format, was am meisten verbreitet ist, ist das sogenannte Medium Density. So, was haben wir denn noch? Als angenommen, man kauft sich so eine Sammlung und hat keine Disketten dabei. Wie kriegt man denn dann Spiele auf die Disketten drauf? Irgendjemand die Idee? Schreiben und speichern. Variante 1. Und das ganze Zeug, was man halb legal im Internet runterladen kann. Das sogenannte USB-to-Zero-Kabel. In diesen Stecker hat ein findiger Bastler eine Platine gemacht, die auch so dreieckig ist. Auf der sitzt ein UART-USB-Chip drauf, der eigentlich nichts anderes macht als ein TTL-Signal, das ist nämlich das hier, mit dem USB-Signal kompatibel zu machen. Das kann ich hier einstöpseln, da stecke ich meinen PC dran. Ich habe den dabei, aber der liegt draußen im Auto. Das Und dann kann ich mir sogenannte ATR-Dateien, das ist im Prinzip alles das, was auf der Diskette drauf ist, in eine Reihe gebracht als Daten, auf den PC laden, verbinde dieses Kabel, wie gesagt, mit dem PC, starte auf dem PC ein Programm, was so tut, als sei der PC eine Diskettenstation. Und wenn ich dann boote, und der Atari sagt wieder, hallo, ist da wer? Dann sagt die Station, ja, ich bin hier. Und der PC sagt, ich bin auch eine Diskettenstation von Atari. Und dann kann man mit dem DOS sagen, lade bitte von der Diskettenstation 2 vom PC die Daten. Und dann kann ich das darauf überspielen. Funktioniert aber nur, wenn zwischen PC und Rechner die Floppy dazwischen ist. Nee, das geht auch ohne Floppy. Ich kann den PC direkt anschließen. Als Laufwerk. Als Laufwerk 1. Genau, also 1 bis 8. Okay. Das ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn man größere Programmierprojekte hat. In nicht gerade Basic, sondern Maschinensprache. Das wird ja ewig langer Source Code. Und das kann die kleine Kiste mit ihren 64K nicht so gut. Das heißt, du musst es reinladen, dann musst du es speichern, dann gehst du in den Compiler, dann kompilierst du von Diskette. Die arme Kiste kann ja nur 1,79 MHz, also ist auch nicht besonders schnell. Dann kompiliert er das, dann musst du es sicherheitshalber speichern, dann musst du es wieder laden. Jetzt ist der Trick, ich programmiere den Text am PC, lege ihn in ein spezielles Verzeichnis, was ich mit dem PC-Programm als Floppy-Verzeichnis definiere. Und dann sage ich vom Atari, okay, und jetzt bitte lade von dort, beziehungsweise ich kompiliere es direkt am PC, weil der ist ja viel schneller, speichere es als Maschinensprache-File ab und kann es dann mit dem Atari testen. Du meinst mit einem Emulator, also auf dem PC? Ja, ist natürlich ein bisschen geschummelt, nicht die reine Lehre, aber wenn man halt irgendwie hunderte von Seiten Source Code hat, dann wird das mit der Kiste doch ein bisschen friemelig, weil er hat ja auch nur 40 Zeichen quer und 24 Zeichen in der Höhe und wenn ich dann langen Text habe, dann muss ich ewig rauf und runter scrollen. Kann keine Marken setzen, weil es ist halt eine Achtbit-Maschine. So, das ist das eine. Es gibt aber auch noch so ein paar Erfindungen, wie das hier, auch ein NDZero. Das sieht jetzt aus wie ein Kassettenrekorder, ist aber keiner. Ich zeig mal kurz, was das ist. Also, wie gesagt, beim Umstöpseln vom Zero-Kabel immer ausmachen, und zwar alle Geräte. An. Da ist ein kleiner Computer drin, der ungefähr 30 Mal so schnell ist wie der. Und der kann ATR-Dateien, die ich hier auf dem USB-Stick gespeichert habe, dem Atari auch als Floppy zur Verfügung stellen. Ich schalte das also ein. Aha, Moment, das ist ein Maschinensprachenfile.
selbes Ding. Eingeschaltet, hallo, ist da jemand? Die Kiste sagt, ja, ich bin für die Diskettenstation, bitteschön. Hast du was? Gut. Und? Läuft. So. Gibt es auch noch dieses hier? Das ist das sogenannte Uno-Card, eine Cartridge. Kommt da rein. Da ist eine Micro-SD-Karte drauf. Im Prinzip dasselbe wie der USB-Stick. Die stecke ich in den PC, lade mir aus dem Internet Sachen runter. Stecke die hier rein, schalte das Ganze an und kann dann wunderbar mit einem Menü Module direkt starten. Das ist im Prinzip eine Modulsammlung. Kann auch einzelne Dateien starten. Darf ich die nochmal was fragen? Oder bitte, nein. Was mich jetzt wirklich mal interessiert, ist, man hat ja, du hast ja vorhin gesagt, auf den Originaldisketten sind ATR-Files drauf. Nein, auf den Originaldisketten sind COM-Files drauf. COM. Ja. Und das, was man aus dem Internet runterladen kann, sind ATR. Das sind ganze Disketten. Ein ATR, also so eine Diskette, da ist eine Scheibe drin, die sich dreht. Und auf der Scheibe sind konzentrische Kreise, das sind die sogenannten Tracks, 40 Tracks. Und jeder Track ist in 19 Sektoren drauf. 19? 19, ja. Ich frage mich nicht, warum 19. Okay. 19. Also. Und das macht 40 mal 19, Kopfrechner schnell, aber falsch, 700 noch was Sektoren, 720. Können wir auch noch mal zeigen. Ausschalten. Aus. Rein. Einschalten. Jetzt machen wir das aber mal mit Turbo. Welche Klappe zu machen? Nee, noch nicht. Moment, aus, aus, jetzt aus, den, falsches Kabel, jetzt, an, auch noch an, so, jetzt lädt er ein Turbo-Programm von der Floppy, also er sagt, hey, booten, sagt die Floppy, ja klar, aber ich kann schnell, willst du schnell, Luke dicht, schnell. Und jetzt geht er etwas schneller als vorhin. Da hat er nur Plop, Plop, Plop gemacht und jetzt geht er etwas schneller ab. Auch das ist normal, dass man das macht. Das heißt, das Turbo, das ist dort im ROM drin? Nein, die Routine zum Schnellladen. Ich habe gerade jetzt von der Diskette, die ist da im ROM drin. So, DOS, und jetzt sage ich A für Directory. Und er sagt, da ist das DOS drauf und das DUP, das Disk Utility Package, das ist dieses Menü und 626 Sektoren frei. Wäre da jetzt kein DOS drauf, wären 707 Sektoren frei. Wir haben aber gerade gesagt, 19 mal 40 sind 720. Wo sind die anderen 13? Gar keine Idee. Steuer. Er braucht ja irgendwo noch Platz fürs Directory. Und er braucht auch irgendwo eine Tabelle, welche Sektoren belegt sind. Und die ersten drei Sektoren, ihr erinnert euch, sind die Boot-Sektoren. Die werden auch noch abgezogen. Also 720 minus 3 und 717 und dann nochmal 10 weg fürs Directory und die Sektorentabelle. So, und jetzt zurück zum ATR. 40 Tracks mal 19. Und wenn du diese Sektoren jetzt alle der Reihe nach hintereinander machst in eine Datei, das ist dann eine ATR-Datei. Das ist kein Disketten-Image, oder? Das ist ein Disketten-Image, ja. Ah, okay. Das ist ein Disketten-Image. Da sind andere Dateien drauf, oder? Da sind Dateien drin. Aber es gibt eine andere auch so mit der Erinnerung. XEX ist sowas wie Exe. Okay. Das sind aber direkt ausführbare Dateien. Okay, wenn man runterladet, findet man die auch nehmen. Genau, man findet COM, das ist ein normales COM-Bound, also eine normale Maschinensprache-Datei. Man findet EXE oder man findet XEX,
6 ist eingeführt worden, damit du die Dateien auf dem PC in deinem Dateisystem liegen kannst, aber der PC nicht denkt, hey, die sind für mich, das sind kaum Dateien, sondern für einen Emulator. Du kannst sie nennen, wie du willst. Wenn du mit dem DOS sagst, lade die Datei, macht er die auf und guckt sich die ersten 2 Bytes an. Das erste Byte an, das ist ein Magic Byte, das müsste eine bestimmte Nummer haben, dann weiß er, das ist ein Maschinensprache-File. Und die nächsten sind dann, wo in Speicher soll er das hinlegen, und dann kommen die da. Hey, warum ich gefragt habe wegen ATR, gibt es hier das gleiche Problem wie bei C64, dass man die kopiergeschützten Originale eigentlich gar nicht irgendwo anders? Ja. Gibt es auch. Ja. Wenn der Kopierschutz auf der Diskette defekte Sektoren oder sowas voraussetzt, ja, oder extra Spuren oder mehr Sektoren, das geht leider nicht. Dafür gibt es Spezialhardware, die das kann. Dieses Kryoflux. Genau. Jo, das wäre im Prinzip jetzt schon meine Dreiviertelstunde gewesen. Wie funktioniert das? Wie startet man das? Ich bin ja eigentlich immer da, man kann mich gerne fragen. Eine Frage. Ja. Auch? Ja, das hier ist ein Dataset gewesen ursprünglich. Die wird auch über das SIO angeschlossen. Und wenn das eine bootbare Kassette ist, dann muss man die Starttaste drücken, während man den Rechner einschaltet. Und wenn es eine Basic-Diskette ist, schaltet man ihn einfach ein und tippt C-Load, Return, dann macht er einmal Mö, das heißt Starttaste drücken und dann Return drücken und dann lädt er. Ich habe das jetzt extra nicht mitgebracht, weil selbst kleinste Programme laden Minuten lang. Also so Boulder Dash oder so 15 bis 18 Minuten. Das war echt schlimm in der Jugend. So. Und dann lädt es und kurz vor Schluss bricht es ab wegen Fehler. Nee, weißt du, was du mal noch zeigen könntest? Na? Lad doch mal ein Spiel, ja, und demonstriere dabei, dass man keinerlei Lotbefehle am Rechner eingeht. Weil ich denke, C64 kennt jeder. Sie sehen, dass Sie nichts sehen und gleich sehen Sie auch warum. Also Floppy rein, Google dicht, Option drücken, weil Maschinensprache spielt und einschalten. Ein sogenanntes bootbares Spiel. Bei anderen Disketten sieht das so aus, zum Beispiel. Es ist voll ungewohnt, das so über Kopf von vorne zu bedienen. Wieder ausschalten, Option drücken, weil Maschinensprache spiele, einschalten. Das ist ein sogenanntes Mini-DOS oder Game-DOS. Da kommt nicht dieses blaue Menü mit Kopieren, Formatieren, Schnicknack, sondern da kann man einfach sagen, die Spiele sind auf der Diskette drauf. Und was will ich jetzt spielen? A für Tabas. Ja, das ist auch ein Programm, was du genauso starten kannst. Dann startet das, sagt mit der nächsten Diskette einlegen, Diskette rein, einmal Return drücken, dann guckt er, was ist da alles drauf. Dateinamen sind ja immer 8.3, also spieldienst.com oder tepper.com, und dann kannst du das halt mit den 20 Zeilen Zeichen eintippen und der Diskette auch noch einen Namen geben. Das nennt sich NDOS, NanoDOS. Oder aus Österreich, vom HIAS, gibt es das, wie heißt denn das bei Ihnen? PicoDOS. Ist nicht nur Nano, sondern Pico. Noch kleiner, noch besser. Österreich. Ja. So, ja, noch Fragen? Ich habe noch ein Quiz, gibt noch was zu gewinnen. Mit welchen Kosten muss man denn so ein 8-Bit-Gerät? Ich finde, es ist vom Design her schon ziemlich schwierig, wenn das geht. Und das ist sogar echt so ein Ding, muss sagen. Alles unter Kontrolle. Kann man sich wunderbar da hinstellen, sieht cool aus und ja. Was muss man an Kosten rechnen? Also je nachdem, in welchem Zustand der ist, also der hat halt schon ein bisschen eine Plastikmacke. Irgendwas krümelt innen drin. Ist ein Netzteil ist üblicherweise dabei und ein Videokabel. Aber ist die Dokumentation dabei? Ist
vielleicht eine Originalverpackung dabei, dann geht es schnell Richtung 100 und drüber. Wenn es der nackte Rechner ist, ohne das Handbuch, was du sowieso nicht brauchst, 40, 50, 60, 70 Euro. Ja. Funktioniert ja. Das ist eher so 250, 300 Euro. Vergiss es. Vergiss es. Ach so, oh, da muss ich euch auch noch was zeigen. Die Zeiten sind vorbei. Ich hoffe, das ist jetzt eine. Ach, schade. Ihr seht hier zwei Schrauben. Da waren eigentlich so kleine Klebehebel dabei. Und wenn man die zur Seite gedreht hat, konnte man die Klappe und das ganze Geriffelte abnehmen. Und darunter sind vier Steckplätze. Da ist nämlich das Betriebssystem drin und drei RAM-Karten. CPU-Karte gibt es auch. Ja, die ist aber weiterhin. Ja. Aber das OS und drei RAM-Karten. Hast du also hier Klappe auf, zwei Knebel, den Deckel ab, dann konntest du 16K, 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 das OS war schon drin. Plug and Play. Einfach reinstecken. Auf den Modulen stand drauf, in welcher Reihenfolge die rein können. Keine Interrupts zu setzen, keine Pins, keine Schalter, keine OS-Anpassung. Plug and Play 1979. Frage mit 800 Speicherauflösung. Ja. Das ist Erweiterung, was ist der Typ von mir schon bloßer gesagt? Und bringt das jetzt raus oder braucht man das nicht? Das ist immer so. Diese Ultimate. Diese Baureihe, da gibt es den 65XE, der 64K. Den 800XE, das ist der Nachfolger vom 800er oder vom 800er und den 130XE, der hatte 128K, deswegen 130. Ich weiß nicht, was die geraubt haben bei Atari, aber es muss gut gehen. Lieber Sinclair. Ja. Der Prozessor, der da drin ist, kann sowieso nur 64K adressieren. So, was machst du jetzt mit 130K? Oder 128, wenn du eh nur 64 adressieren kannst. Das, was du über hast, kannst du einblenden. Aber es bleiben zu einem Zeitpunkt maximal 64 Grad. Davon reden noch ab das Mathe-Pack und das OS. 16 Grad. Das heißt also, effektiv hast du eigentlich nur 48 Grad. Das hat der Braune. Die eine Steckkarte ist das OS und Mathe-Pack. 3x16 sind 48. Mit ein bisschen Tricks kannst du das RAM, was unter dem OS ist, benutzen, indem du programmtechnisch sagst, ich schalte das OS mal für einen Moment aus, adressiere das RAM darunter und schalte das OS wieder ein. Das ist programmtechnisch ein bisschen figelinsch, aber man kann 64 schalten. Oder halt noch mehr. Aber die wenigsten Programme nutzen wirklich mehr als 64. Demos. Es gibt einen Haufen Demos, die brauchen dann auch 300K oder 500K, aber das sind ein paar Demos, die guckst du einmal an und dann sage ich immer, dafür kann ich den Emulator nutzen. Die Idee vom 130er war ja damals, den zweiten 64K-Bereich als RAM-Disk zu nutzen. Ja. Ist aber mit moderner Technologie eigentlich auch nicht mehr möglich. Kann man machen, möglich. Also 130XE kostet auch so 80 Euro rum, ist eigentlich ein guter Fang, damit läuft fast alles außer dem System. Die kann man dann ja auch im Emulator machen. Meine Frage an mich ist, wie vernünftig ist es seit 2, glaube ich, nicht, wo man diese 10-Karten einschickt? Also, es wird sich nicht so wie das, aber wenn man andere Dateien verwenden will, es funktioniert nur diese 6-Dateien, ne? Nee, es gehen auch ROM-Dateien, die kannst du ja mit 6 umbenutzen. Nee, ADRs dann nicht. Das ist aber, also das ist relativ speziell. Es gibt von diesen Steckmodulen mehrere Anbieter. Das ist für mich das Mittelste, weil da kann ich die Daten auf die Karte machen. Der frisst aber eigentlich nur Modul-Images und 6-Dateien. ATR ist ganz eingeschränkt. Es gibt welche. Ja, ich meine, da ist eine Karte drin. Es gibt eins, ich weiß den Anbieter nicht, da ist der Speicher drin. Man muss das in den Rechner tun und dann von der Diskette oder vom Emulator die Daten erst in das Ding reinladen. Ich finde die Lösung viel einfacher. Raus, PC, vollladen und wieder rein.
es gibt dieses System auch von mehreren Anbietern. Dies hier hat halt ein Display oben drin, das habt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht gesehen. Also da ist ein Display drin, da sind Tasten drauf, die gehen. Es gibt welche. Dieses ist so wie das echte Uni C64. Du hast es an. Da heißt ja, das heißt CO2-USB. Dann gibt es, genau, das ist es, noch diverse andere. Jo. Gut. Thank you.